Guten Morgen, es ist der siebte Tag meiner Tour. Noch ist es schön, fast schon wieder 24 Grad. Die Sonne hat geschienen beim Zeltabbau. Ja, der Zeltplatz selber war proppevoll. Ich habe gut für mein Zelt noch Platz gefunden, aber egal. Wie gesagt, nette Nachbarn gehabt, ein bisschen erzählt gestern Abend noch. Ich war dann noch schön beim Fischgeschäft oder Fischrestaurant essen. War sehr lecker, hat auch noch ein bisschen erzählt mit Leuten, die bei mir am Tisch saßen. Und dann habe ich noch mein Tagebuch geschrieben, noch ein Bierchen getrunken und dann bin ich so um 9:30, glaube ich, ins Bett. Bin auch sofort weggepennt, obwohl es noch relativ laut war, aber ich habe nichts mehr davon mitbekommen. Ja, und so gegen 3 Uhr habe ich dann ein blödes Sodbrennen bekommen, bin wach geworden und naja, nicht mehr so richtig gut geschlafen danach. Ja, und jetzt bin ich, glaube ich, Viertel nach 8 haben wir, glaube ich, bin ich wieder auf Dreck und dann wollte ich erstmal zum Westerhever Leuchtturm und dann über Husum Richtung Norden. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Hauptsache, ich bin morgen Mittag in Nibül, damit die Conny mich da aufsammeln kann. Also, bis später mal, ne? Ja, es zieht sich langsam zu. Hatten sie auch angesagt. Bis Bewölkung aufzieht, eventuell auch ein Regenschauer mal. Also wird Zeit, dass ich nach Norden komme. Da soll es noch schön sein. Fragt sich nur, wie lange noch. Hier am Deich entlang, auf der Wasserseite, immer mitten durch die Schäfchen durch, wunderschön. Die kleinen Lämmer sind auch kräftig im Grasen hier. Ja, es zieht sich immer weiter zu und ich bin gleich am Westerhever Leuchtturm, hoffe ich mal. Aber trotzdem ist es angenehm zum Fahren, etwas über 20 Grad haben wir schon, eine leichte Brise geht. Also sehr angenehm. Vielleicht zu den letzten Tagen genieße ich das mal richtig heute. Denn das war schon grenzwertig teilweise. Aber wie gesagt, es ist richtig schön heute. Zum Radeln natürlich nur. Für Strand, naja gut. Brauche ich auch heute nicht. Wenn wir aus Sylt sind, dann kann es richtig schön Strandwetter geben. Naja, bis später. Bisschen öde, immer nur am Deich entlang, durch die Schafscheiße, viele, viele Schafe, tausende von Schafen und immer wieder Gitter auf, Gitter zu, also es nervt ein wenig. Ich hoffe, das hat bald ein Ende, aber laut Karte ist es nicht mehr allzu weit, vielleicht noch knapp 10 Kilometer und dann komme ich von der Holperpiste hier runter, denn es ist nicht schön zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, Sonne ist wieder rausgekommen, der Nebel hat sich verzogen, der Seenebel ist wieder ganz angenehm, schon wieder so 25, 26 Grad, leichte Brise, ja,
Und ich würde sagen, ich fahre mal wieder weiter, ne? Jo, ciao. Alle Augenstein. Trocken. Makrelenfilets. Naja. Muss das nur gut gehen lassen. Aber echt Kohldampf jetzt. Boah, heute Morgen nur dieser Müsli-Riegel und die Tasse Kaffee, das war nicht toll. Deswegen, jetzt esse ich erstmal eine Kleinigkeit und dann sehen wir uns wieder. So, fertig gegessen. Oh, ich könnte so einpennen jetzt. Eben auf der Bank bin ich schon fast weggenickt. Aber es nützt ja nichts. Ich muss weiter. Also, bis später. We'll be right back.
So, jetzt bin ich hier auf dem Campingplatz Elisabeth Sophienkoog, genau. Ja, mit 16 Uhr, glaube ich, so in der Ecke. Und werde jetzt mal abschwächeln. Waren wieder über 80 Kilometer heute. Es reicht. Ich werde gleich nach vorne gehen, duschen. Was Schönes essen vielleicht. Erstmal was Kühles trinken. Und dann schauen wir mal. So, der Abend ist auch gleich für mich gelaufen. Bin doch ganz schön müde. Habe ja noch lecker Spaghetti vorhin gemacht. Dann hatte ich noch mit Conny telefoniert. Ich hoffe, sie kommt klar morgen, dass sie gut hier hochkommt. Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nicht da bin und ihr zu helfen mit Packen und so. Aber gut, was soll ich tun? Ah, sie schafft das schon. Und wie gesagt, zur Not kann man sich auf Sylt auch alles noch kaufen, wenn wir was vergessen sollten. Alles halb so wild. Hauptsache, sie kommt morgen gesund und munter an. Hat nicht so einen Stress auf Autobahn. Sind ja doch mächtig wieder Baustellen auf der A7. Aber morgen ist auch Sonntag, keine LKWs unterwegs. Ich denke, das wird sie schon hinkriegen. Ist ja ein großes Mädchen. Gell? Auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und dann, wir wollen uns bei der Tankstelle treffen, wo wir immer vorher nochmal tanken, bevor es auf die Insel geht. Und ja, wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, aber ich werde jetzt abschwächeln, ich bin tot. Also, bis morgen. Nachti.